Erich Kästners fliegendes Klassenzimmer ist eine mittlerweile 90 Jahre alte Internatsgeschichte. Ihre Kernaussagen aber haben auch heute noch Gültigkeit. Nämlich, dass man mit der Kraft der Freundschaft alles schaffen kann und niemals aufgeben soll. Ein Freund ist ein Mensch, der Gefühle dir zeigt, der zuhört, versteht, mit dir spricht, mit dir schweigt, der ehrlich ist, nicht nur sagt, was gefällt, trotz Ferne dir nah ist, dich loslässt und hält. Freunde. Gerade beim Kästner, was zeitlos ist, ist das Thema, dass er die Kinder und Jugendlichen sehr ernst nimmt. Also nicht nur die schönen Seiten, zu sagen so, ja, die Jugend und die Kindheit ist voll gepufft mit rosa Zuckerwatte, sondern die haben auch Probleme. Das Salzburger Landestheater bringt den Stoff nun erstmals als Musical auf die Bühne und hat damit etwas ganz Neues daraus entwickelt. Doch warum macht man aus dem guten alten Kästner ausgerechnet ein Musical? Weil sich einfach der Stoff sehr gut eignet für ein Musical. Es ist keine sehr komplexe Handlung und es gibt einfach ganz viele emotionale Themen, die in diesem Erich-Kästner-Stück drinstecken, die sich wunderbar vertonen lassen. Denn Musik will Emotionen transportieren, Musical will Emotionen transportieren und das schafft dieses Kästner-Werk für uns. Viel wurde modernisiert und Themen, die heute weniger relevant scheinen, durch momentan brennendere ersetzt. Das Eis geht seit Jahren immer schneller und immer weiter zurück. Den Eisbergen bleibt keine Zeit, sich anzupassen. Eines war den RegisseurInnen aber ganz wichtig. Dass wir diese Kästner-Sprache trotzdem behalten, das auch ein bisschen konservieren, weil es eine sehr schöne, rhythmisierte Sprache ist. Das heißt, es ist ein Mix aus Moderne und auch aus alten Kästner-Texten. Und auch gerade bei den Rap-Songs, das ist Kästner-Text. Also das ist zwar ein bisschen natürlich mit den Reims, haben wir geschaut, dass es passt, aber trotzdem sind da Kästner-Texte drin. Der Rap-Battle, also sozusagen ein Kampf, bei dem der überzeugendere Sprechgesang entscheidet, ist ein gutes Beispiel für die Verflechtung aus originalen Textpassagen mit aktueller Jugendkultur und Sprache. Ich finde, das Rap-Battle ist ein sehr, sehr starker Moment. Aber emotional packt mich am meisten die Schlussnummer, derselbe Himmel, wo dann wirklich diese Emotionen dessen, wir sind alle hier Teil dieses Planeten, wir leben alle gemeinschaftlich hier und in Freundschaft hoffentlich unterm selben Himmel. Beim fliegenden Klassenzimmer handelt es sich übrigens um eine Idealvorstellung der Kinder. Sie können damit in jede Zeit und an jeden Ort der Welt reisen. Und das natürlich völlig ohne CO2-Ausstoß. Das würde sicher auch der Kästner unterschreiben.